Ja, hallo. In diesem Video geht es darum, wie man eigentlich Geraden sowohl in der Ebene als auch im Raum mithilfe von Vektoren erfassen und beschreiben kann und wie man damit eigentlich rechnen kann. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz zentrales Thema in der analytischen Geometrie, weil man natürlich dann auch mal irgendwann sich nicht nur Geraden in der Ebene angucken müsste. Das hat man ja so in der Mittelstufe gemacht, Stichwort lineare Funktionen, sondern man möchte es auch halt gerade im Raum angucken und die halt auch irgendwie beschreiben können. Ja, auf jeden Fall lautet die allgemeine vektorielle Geradengleichung immer, dass irgendein Vektor x gleich ein Vektor u plus r mal ein Vektor v ist. Ganz wichtig ist dabei, dass der Vektor u auch der sogenannte Stützvektor genannt wird. Erkläre es gleich warum. Und V der sogenannte Richtungsvektor. Und R ist irgendein Parameter aus dem reellen Zahlenbereich. Soll bedeuten, U und V sind irgendwie fest vorgegeben. Und dann setzen wir für R irgendeinen Wert ein und bekommen dann einen Vektor x heraus. Naja, und was hat das Ganze denn jetzt mit einer Geraden zu tun? Also, wir haben jetzt einen allgemeinen Fall, dass wir entweder in der Ebene oder im Raum sind. Im Raum gilt natürlich das Gleiche, nur kann es das hier nur auf die Ebene projizieren, ist ja klar. Auf dem Papier kann man es 3D zeichnen. Aber wir haben hier den Ursprung O, halt der Schnittpunkt der Koordinatenachsen, egal ob zwei- oder dreidimensional. Und dann haben wir hier unseren Stützvektor U. Das ist so ein bisschen unglücklich geraten, dass U jetzt hier in die anderen Vektoren reingegangen sind. Auf jeden Fall ist dieser Vektor, den ich hier mit dem Stift nachziehe, das U, der Stützvektor. Und eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir den Stützvektor immer, immer, immer als Ortsvektor eines Punktes auffassen. Sprich, dass der Vektorrepräsentant von U immer im Koordinatenursprung startet, weil das macht die Rechnung einfach definitiv einfacher. Das ist so eine Regel, auf die wir uns einfach zukünftig einigen, dass U immer ein Ortsvektor darstellt. Naja, und jetzt können wir einfach mal Folgendes machen. Wenn wir für R 0 einsetzen würden, dann würde dieser Teil hier verschwinden, weil 0 mal ein Vektor ist auch der sogenannte Nullvektor. Und irgendein Vektor plus den Nullvektor ist wieder der Vektor selbst. Also der Nullvektor ist auch das neutrale Element bei der Vektoraddition. Und was dann dabei herauskommt, ist dann einfach der Stützvektor selbst, der hier vom Ursprung auf einen beliebigen Punkt im Raum oder in der Ebene zeigt. Jetzt machen wir einfach mal Folgendes. Wir haben jetzt hier, kann man hoffentlich gut sehen, in Blau unseren Richtungsvektor V gegeben. Und setzen für R einfach mal 1 ein. Naja, wenn wir hier R 1 einsetzen, dann haben wir am Ende einfach U plus V. Naja, und die Vektoraddition geometrisch bedeutet ja, wir nehmen uns den einen Vektor, hängen an die Spitze den anderen Vektor ran und die Summe ist dann einfach der Vektor vom Startpunkt, vom Fußpunkt des ersten Vektors zur Spitze des zweiten Vektors. Also es wäre in diesem Fall dieser Vektor, wo unser U so ein bisschen durchgeht, aber das soll jetzt unser Vektor x sein, dass da dieser Vektor x halt bei rumkommt. Naja, jetzt machen wir das gleiche Spielchen einfach mal für R gleich 2. Naja, was bedeutet denn, wenn wir für R gleich 2 einsetzen? Naja, dieser Vektor, der verdoppelt sich einfach in seiner Länge und dann können wir hier sagen, das ist der Vektor U plus 2 mal der Vektor v ergibt diesen grünen Vektor x. Deswegen habe ich diesen Vektor hier auch grün gemacht, damit man das gut unterscheiden kann. Und jetzt nehmen wir uns noch einen dritten Fall vor und setzen für r mal minus 1 ein. Eine Multiplikation mit minus 1 bedeutet, dass der Vektor eigentlich nur seine Orientierung umdreht. Wir jetzt also einfach in die andere Richtung gehen. Natürlich mit derselben Länge haben wir Vektor u minus den Vektor v oder plus minus 1 mal den Vektor v kriegen wir hier einen Vektor x. Ihr seht aber insgesamt, dass wenn wir den Richtungsvektor oder die Vielfache der Richtungsvektoren einfach nur an die Spitze des Ortsvektors dranhängen, des Stützvektors dranhängen,
dann ist auch der Vektor x natürlich wieder zu einem beliebigen Punkt ein Ortsvektor. Und deswegen ist diese Vereinfachung so wichtig. Und ihr seht jetzt vielleicht schon Folgendes, dass alle Punkte, von denen die Ortsvektoren bei rumkommen, nee, ich muss da mal überlegen, wie man das sagen soll, naja, mal kurz überlegen, genau. Wenn man für R irgendeinen beliebigen Wert einsetzt, dann ist klar, dass dabei irgendwie ein Vektor wieder herbei rumkommt, der Vektor x. Und dieser Vektor x oder diese Vektoren x sind immer Ortsvektoren von Punkten, die auf dieser Geraden hier liegen. Die habe ich jetzt mal gestrichelt gekennzeichnet. Naja, und warum ist das so? Dazu muss man ja überlegen, was eigentlich die sogenannte skalare Multiplikation einer Zahl mit einem Vektor eigentlich mit dem Vektor so anstellt. Naja, das haben wir auch schon mal woanders besprochen. Wenn man einen Vektor mit einer Zahl multipliziert, dann wird die Länge oder sein Betrag auch um diesen Faktor vergrößert bzw. verkleinert. Und bei einem negativen Vorzeichen der ganzen Zahl oder der Zahl, mit der man multipliziert, wird die Orientierung des Vektors zudem noch umgedreht. Aber was bei der skalaren Multiplikation immer, immer, immer gleich bleibt, ist die Richtung. Und deswegen kann man das auch so sehen, dass wenn man jetzt für R einen Wert einnimmt, man einfach diesen Vektor V einfach nur streckt, staucht oder einfach in die andere Richtung wandern lässt. Aber im Endeffekt führt das eben daraus, dass halt alle Ortsvektoren, die dabei rauskommen, Ortsvektoren von Punkten sind, die halt auf dieser Geraden liegen. Und deswegen kann man sagen, dass V eigentlich nur die Richtung unserer Geraden angibt, wenn sich die Richtung bei der skalaren Multiplikation nicht ändert. Und deswegen wird V der sogenannte Richtungsvektor genannt, weil dieser einfach bestimmt, in welche Richtung die Gerade zeigt. Und U ist der sogenannte Stützvektor, der quasi unsere Gerade, wie man hier sehen kann, abstützt, beziehungsweise ist U der Ortsvektor eines Punktes, der auf jeden Fall auf unserer Geraden liegt. Und damit bestimmt der Stützvektor auch irgendwie die Lage im Raum. Naja, oder beziehungsweise man kann auch so sagen, wenn man für R halt den Wert 0 einnimmt, dann kommt da für x gleich der Stützvektor bei raus. Ja, so viel erstmal zur Theorie. Ich hoffe, das habt ihr so einigermaßen verstanden, wie diese Geradengleichung zustande kommt und warum da überhaupt eine Gerade bei rumkommt. Und jetzt wollen wir das Ganze einfach mal in einem konkreten Beispiel durchrechnen, damit so ein bisschen klarer ist, was da eigentlich gemeint sein soll. Also, wir haben drei Punkte gegeben, a 257, b minus 3101 und c 068. Auch nochmal wichtig zu verstehen, bei Punkten werden die Koordinaten üblicherweise in Zeilenform geschrieben und bei Vektoren in Spaltenform. Naja, da haben wir dann A, B und C. Und dann sollen wir jetzt die vektorielle Geradengleichung ermitteln, der Geraden AB, das ist einfach die Gerade, die durch die Punkte A und B verläuft, und sollen dann überprüfen, ob der Punkt C auch auf dieser Geraden drauf liegt. Und das Ganze machen wir jetzt wie folgt. Erstmal müssen wir ja unseren Stützvektor bestimmen. Und das ist ganz einfach der Ortsvektor eines Punktes. Ne, das haben wir ja vorhin gesagt. Der Stützvektor ist immer der Ortsvektor eines Punktes, der auf der Geraden drauf liegt. Da können wir dann A oder B nehmen. Zum Beispiel nehmen wir mal A, das ist völlig egal. Und sagen, unser Stützvektor U hat die Koordinaten 2, 5 und 7. Ne, das ist ja klar. Ortsvektor und Punkt haben immer die gleichen Koordinaten. Nur, dass man beim Punkt es in der Zeile schreibt und bei einem Vektor in der Spalte. Die zweite Aufgabe ist, dass wir den Richtungsvektor bestimmen müssen. Naja, und wir haben ja schon gesehen, wir haben eine Gerade gegeben, die durch zwei Punkte verläuft. Und aus der oberen Skizze erkennt man, dass der Richtungsvektor natürlich immer parallel zu dieser Gerade verlaufen muss, weil der gibt ja die Richtung an. Und deswegen kann man
sagen, dass der Richtungsvektor einfach der Vektor von einem zum anderen Punkt ist. Zum Beispiel der Vektor von Punkt A nach Punkt B, das schreibt man so, A, B mit so einem Pfeil, ist der Vektor von A nach B. Naja, und da können wir jetzt einfach die Regel anwenden, dass wir einfach sagen, Ortsvektor von Punkt B minus Ortsvektor von Punkt A, also ist der Richtungsvektor V, der Vektor AB, also minus 3, 10, 1, Ortsvektor von B, minus 2, 5, 7, Ortsvektor von A, gibt minus 5, 5, minus 6. Naja, und das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Anmerkung, die ich auch noch fast vergessen hätte. Die ist nämlich, dass man bei einer vektoriellen Geradengleichung unendlich viele Möglichkeiten hat, eine Gerade zu beschreiben. Ne, wir haben ja gesehen, bei den linearen Funktionen oder bei sonstigen Kurven oder Funktionen gab es immer nur eine Möglichkeit. Aber bei vektoriellen Geradengleichungen gibt es unendlich viele Möglichkeiten, ein und dieselbe Gerade zu beschreiben, was einfach daran liegt, dass der Stützvektor einfach der Ortsvektor von irgendeinem beliebigen Punkt auf unserer Geraden sein muss. Naja, und bei den Richtungsvektoren können wir auch ganz einfach Vielfache bilden und die wiederum als Richtungsvektoren benutzen. Das ist einfach nur deswegen der Fall, weil, wie gesagt, wenn wir einen Vektor mit einer Zahl multiplizieren, ändert sich die Richtung dabei nicht. Deswegen können wir jedes Vielfache vom Richtungsvektor auch wieder als neuen Richtungsvektor benutzen. Deswegen gibt es halt immer unendlich viele Möglichkeiten. Soll bedeuten, hier unten hätte man auch genauso rechnen können, normaler Vektor von B nach A, oder man könnte halt auch Vielfache bilden, aber naja, muss man halt immer gucken, ne? Ja, und dann haben wir auf jeden Fall Stützvektor und Richtungsvektor und können jetzt unsere Gleichung aufstellen. X ist gleich 2, 5, 7 plus R mal minus 5, 5, 6. Und das ist die Gerade AB. Das ist natürlich auch wichtig, dass man immer wissen muss, wie unsere Gerade heißt. In der Regel nimmt man dafür Kleinbuchstaben. Wenn man aber weiß, dass die Gerade durch zwei Punkte verläuft, dann kann man die auch so direkt nebeneinander schreiben und weiß, dass damit die Gerade gemeint ist. Naja, wir sehen also insgesamt, wir haben hier jetzt ein konkretes Beispiel für eine Geradengleichung. In dem Fall für eine Gerade im Raum, weil wir haben es ja mit dreidimensionalen Vektoren zu tun. Und je nachdem, was für einen Wert wir jetzt für R einsetzen, bekommen wir natürlich verschiedene Vektoren für X heraus, die alle Ortsvektoren eines Punktes sind, welcher auf unserer Geraden liegt. Damit hätten wir die erste Teilaufgabe erfüllt. Die zweite Teilaufgabe ist jetzt, dass wir überprüfen sollen, ob der Punkt C068 ein Punkt dieser Geraden ist oder ob er auf der Geraden liegt. Und dazu machen wir jetzt die sogenannte Punktprobe. Wir nehmen uns den Ortsvektor von C vor, setzen den mit unserer Geradengleichung gleich und gucken, ob für R eine Lösung rauskommt. Sprich, wir haben 2, 5, 7 plus R mal minus 5, 5, 6, setzen das gleich unserem Ortsvektor von C, 0, 6, 8 und müssen jetzt gucken, ob für R irgendwie eine Zahl existiert, die diese vektorielle Gleichung erfüllt. Denn, wie wir vorhin gesagt haben, wir wissen, wenn der Punkt auf unserer Geraden liegt, dann muss der Ortsvektor es irgendwie in dieser Form ja darstellen lassen. Sprich, dann muss für R ja zwangsläufig irgendeine Zahl existieren, die, wenn man die halt für R einsetzt und das Ganze ausrechnet, da unser Vektor bei rumkommt. Naja, aufgrund der Rechenregeln von Vektoren können wir das Ganze zeilenweise oder koordinatenweise betrachten und sehen, in der ersten Zeile muss R den Wert 2 Fünftel annehmen, damit das hinkommt. In der zweiten Zeile muss R den Wert 1 Fünftel annehmen, damit das hinkommt. Und in der dritten Zeile muss R den Wert 1 Sechstel annehmen, damit das halt hinkommt. Beziehungsweise,
Und dadurch sehen wir, dass keine Lösung für R existiert, denn R müsste in allen drei Zeilen gleich sein, damit diese Gleichung erfüllt ist. Aber wir sehen, dass wenn wir jetzt ein R einsetzen, dann immer nur eine Zeile erfüllt ist. Aber wir müssen R finden, was alle drei Zeilen erfüllt, damit diese Gleichung aufgeht. Wir sehen, dass es offensichtlich NIST der Fall. Und somit wissen wir, dass C NIST auf unserer Geraden AB liegt. Wenn jetzt hier der Fall rauskommen würde, dass man überall für R den gleichen Wert hätte, dann ist das die Lösung dieser Gleichung. Und das würde dann bedeuten, dass unser Punkt auf der Geraden drauf liegt. Heißt, wenn ihr überprüfen wollt, ob ein Punkt auf der Geraden liegt, Ortsvektor bilden, gleich unserer Gleichung setzen und dann gucken, ob für R irgendwie eine Lösung rauskommt. Und sobald das R nicht mehr denselben Wert wie vorher annimmt, wisst ihr, die Gleichung ist nicht lösbar, somit liegt der Punkt nicht auf der Geraden drauf. Ja, ich hoffe, ihr habt das alles so einigermaßen verstanden. Ich werde demnächst auch noch Videos so zum Thema machen, welche Lage Geraden eigentlich zueinander haben können und wie man das denn bestimmt, weil das natürlich im Raum auch sehr interessant. Ja, naja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich freue ich mich immer, wenn ihr mich abonniert, weil dann seid ihr halt immer aktuell dabei. Ja, dann sage ich es an der Stelle einfach mal, macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und ciao.